Im heutigen Ausblick auf die Märkte wollen wir uns mal die Lage dieser Märkte vor der US-Berichtssaison und auch vor der europäischen Berichtssaison anschauen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Ausblick. Was wird da auf uns zukommen? Wie ist der Stand der Dinge? Wir haben ja eine erstaunliche Divergenz derzeit zwischen den US-Indizes, zumindest den drei großen Indizes, S&P, Dow Jones und der Nasdaq, während der Nebenwerteindex Russell 2000 deutlich hinterherhinkt nach wie vor. Wir haben auf der anderen Seite einen DAX, der Schwäche zeigt, der irgendwie nicht aus dem Quark kommt. Die Berichtssaison auch in Europa beginnt so langsam, Höhepunkt dann Ende Juli. Und die Frage ist, naja, was kommt da eigentlich auf uns zu? Wir hatten gestern zum Beispiel Fastenal, ein großer Industriekonzern, der vor allem zuliefert für Industrieunternehmen mit über 2000 Niederlassungen in USA, Kanada etc., auch ein bisschen in Europa. Und da wurde Interessantes verkündet, während wir erfolgreich unsere Preise angehoben haben als Teil unserer Strategie, um die Zölle zu kompensieren aus China, und man bezieht eben hier so viele Kleinteile aus China, die man dann weiter distribuiert. Diese Preissteigerungen waren nicht ausreichend, um die generellen Inflationstendenzen am Markt auszugleichen. Man hat faktisch jetzt ein Margenproblem, das hat man gestern zugegeben. Also das war so eine kleine Art Vorgeschmack eines der ersten Unternehmen, das berichtet aus dem Industriesektor. Wir hatten ja die BASF-Gewinnwarnung, jetzt haben wir Fastenal. Also es geht so langsam richtig los mit den Zahlen. In der nächsten Woche kommen ja die US-Banken, dann wird es lustig. Schauen wir uns mal an, wie die Lage ist eigentlich der Indizes. Wir haben neue Allzeithochs beim Dow Jones, wie gesagt, über 27.000, beim S&P über der 3.000er Marke. Aber wir haben eigentlich eine relativ schwache Struktur innerhalb dieser Rallye. Wir sehen nämlich, dass bei der Nasdaq neue Hochs, neue Tiefs, das doch sehr, sehr bescheiden ist angesichts des neuen Allzeithochs. Hier zum Beispiel hatten wir einfach einen klaren Überhang an Unternehmen, an Aktien, die neue Allzeithochs erreichen oder neue 52-Wochen-Hochs, praktisch ein Jahreshoch, während wir hier jetzt kaum vom Fleck kommen. Das heißt, das bestätigt nochmal das, was ich gestern Abend im Marktgeflüster gesagt habe. Es sind ganz wenige Unternehmen, es sind die großen 10, Microsoft, Amazon, wie sie alle heißen, die eben Schwergewichte sind und die Märkte nach oben ziehen. Die anderen kommen nicht so richtig mit und es fehlt ein Stück weit die Breite bei dieser Rallye. Das sehen wir auch übrigens hier bei der Advanced Decline Linie. Das ist praktisch die Werte, die steigen, minus die Werte, die fallen. Und wir sehen, da sind wir deutlich unter den Hochs bei dieser Rallye, die wir schon in anderen Rallyes gesehen haben. Das heißt, wir sehen auch hier, dass gar nicht so viele Aktien steigen. Natürlich steigen tendenziell mehr Aktien als fallen seit dieser Rallye oder in dieser aktuellen Rallye. Aber es ist eben jetzt nicht so, dass wir eine breit gestreute Rallye haben. Das sollte man vielleicht im Blick haben. Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Situation, dass wir gestern ja eine miserable Anleiheauktion hatten in den USA. Eine 30-jährige Anleihe wurde emittiert, kaum Nachfrage, daher plötzlich starke Bewegungen am Anleihenmarkt. Die Renditen sind nach oben gegangen. Wir sehen hier die 30-jährige Rendite bei 2,64%, die 10-jährige Rendite, US-Rendite, wieder deutlich über der 2,1%er Marke, und wir sehen, dass wir fast schon wieder die Inversion der Zinskurve überwunden haben. Das heißt, die längeren Laufzeiten dieser Anleihen, die rentieren jetzt langsam wieder etwas höher, aber eben noch niedriger als zum Beispiel eine 3-Monats-Anleihe. Und die Frage ist das ein Zeichen für Rezession, wenn wir zunächst eine lange Invertierung haben und dann plötzlich eine Versteilung? So war das vor jeder Rezession, dass dann plötzlich die Zinskurve sich versteilt. Mal sehen, ob es diesmal auch so kommt. Wir haben gestern ja Inflationsdaten gehabt, Verbraucherpreise deutlich höher als erwartet mit 2,1% in der Kernrate. Wir haben interessante Aussagen von Trump in Sachen China. Die haben uns hängen lassen, weil sie keine Landwirtschaftsprodukte kaufen. Heute Nacht hat Donald Trump gegen Kryptowährungen gewettert. Kein Fan von Bitcoin sei er. Libra, diese Facebook-Währung, müsse reguliert werden, müsse eine klare Bankenregulierung bekommen, aber der Dollar sei ganz großartig, dass Donald Trump, der oder die USA dazu noch vielleicht als weitere Nachricht
mit Überlegungen, Sanktionen gegen China zu prüfen, weil China eben iranisches Öl weiterkauft. Ganz klar, das ist einer der wichtigsten Bezugsländer für China, ist Iran in Sachen Öl. Und das passt natürlich den Amerikanern nicht. Die Russen kaufen auch massenweise iranisches Öl, mischen das dann zusammen, weil man Öl eben analysieren kann und teilweise die Herkunft dann bestimmen kann, wird zusammengemischt, dann wird ein russischer Stempel drauf gemacht und als russisches Öl verkauft. Also faktisch werden die Amis ja veräppelt von allen anderen, das nur nebenbei. Was haben wir noch? Wir haben eine Analyse von JP Morgan, die sagt, naja, ist schon lustig, was derzeit da passiert. Wir haben einen Waffenstillstand beim G20-Gipfel zwischen den USA und China. Wir haben starke Arbeitsmarktdaten und wir haben jetzt in der Kernrate die Inflation, zweithöchste Anstieg, seit wir den Aufschwung haben der US-Wirtschaft. Ja, das ist in der Tat ein bisschen seltsam, dass die Fed genau jetzt in dieser Situation umsteuern will. Wir haben die Situation, dass wir möglicherweise jetzt eben interessante Zahlen bekommen in dieser Berichtssaison, um dieses Thema nochmal abzurunden, abzuschließen. Hier sehen wir den JP Morgan Global PMI Index, also den globalen Einkaufsmanager Index, der nach unten geht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass eben da, weil es hier einen relativen Gleichklang gibt, mit leichter Verzögerung eben auch die Unternehmensergebnisse schwächer werden. Das ist jetzt die große Frage. Ist diese Rallye an der Wall Street dauerhaft? Reicht es nur, Zinssenkungshoffnungen zu haben, oder müssen jetzt die Zahlen der Unternehmen zumindest nicht ganz krass enttäuschen? Das ist jetzt die Gretchenfrage, die sich stellt. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Wir sehen den S&P 500 bei 3007 jetzt. Wir hangeln uns immer an dieser 3000er Marke entlang. Wir sind im asiatischen Handel jetzt auf Future-Basis über diese Marke gekommen, weil es in China auch Zinssenkungsfantasien gibt, die chinesischen Medien berichten, dass wenn die Fed die Zinsen senkt, dann eben auch China etwas tun könnte, Chinas Notenbank etwas tun könnte. Wir sehen den Dow Jones bei 27.174, der DAX viel schwächer, 12.375, nach wie vor in einem Abwärtstrend, in einem relativ eindeutigen Abwärtstrend. Wir sehen, wie weit das hier auseinander divergiert in letzter Zeit, während man vorher relativ gleich gelaufen ist. Hier der DAX, da der S&P driftet das jetzt auseinander. Wir haben den Euro-Dollar bei 1,1274 wieder etwas höher. Sehen das Gold bei 1.406 und das amerikanische Crude Oil bei $60.56, unterstützt durch Rückgänge bei Lagerbeständen und einem Tropensturm im Golf von Mexiko. Da gibt es jetzt für die Küste von Louisiana Warnungen. Das könnte die Ölproduktion mindern, die Shell-Produktion auch mindern. Dementsprechend Öl nach wie vor auf dem Vormarsch. Also das ist so ein bisschen die Lage vor der US-Berichtssaison. Man tobt sich jetzt ein bisschen aus und dann wird der Abgleich mit den Fakten kommen. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Freitag. Bis dann, Servus und Ciao.